Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video in der Themenreihe Differentialgleichungen, in dem wir uns wieder mit der Riccati-Differentialgleichung beschäftigen werden und spezieller hier mit einer Lösung für diese. Okay? Also, wir haben in dem vorherigen Video gesehen, wie die Riccati-Differentialgleichung aussehen muss, also der Anfang davon, dieses f x, y plus gx, y Quadrat. Das erinnert sehr an Bernoulli mit einem Alpha gleich 2. Und Tatsache ist auch, dass die Methodik zur Lösung, wie ich vielleicht erwähnt habe in dem vorherigen Video, zu der Riccati-Differentialgleichung wirklich mit einem Zwischenschritt über die Bernoulli-Differentialgleichung geht. Ich versuche es euch so beizubringen, dass ihr das ohne den Zwischenschritt über die Bernoulli-Differentialgleichung direkt in eine Lineare überführen könnt. Und zwar geht es so, wir versuchen eine Lösung zu finden, okay? Irgendeine durch Raten. Wie wir das machen können, das werde ich hier zu den Ansätzen sagen. Wenn wir diese Lösung haben, dann können wir über y gleich u plus 1 durch v die vollständige Lösung bestimmen, und zwar über diese folgende Differentialgleichung. Über v' ist gleich 2 mal u, und wobei u natürlich diese Funktion ist, die wir vorher geraten haben, welche eine Lösung dieser Differentialgleichung ist, mal gx, das ist einfach das gx von hier, minus fx, das ist das fx von hier, mal v plus gx. Also das ist die Formel, die wir haben, und die wollen wir jetzt hier drauf anwenden, auf diese Riccati-Differentialgleichung. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir überhaupt so eine Lösung erraten? Also es gibt keinen Königsweg, ich kann es euch auch nicht sagen. Wenn es denn den gäbe, dann müsste man nicht sagen, dass man das Ganze errät. Aber es gibt so bestimmte Ansätze, die ich häufig verwende. Also einerseits Polynome, die ich verwende, konstante Ansätze und Funktionen in Form von f, g und h. Wenn ich hier mal die Differentialgleichung mir anschaue, dann sehen wir, das komplette Ding mit dem Vorzeichen ist unser fx. Das ist unser gx und das ist unser hx. Okay? Jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir das Ganze lösen? Also, man fängt immer an mit dem Rumraten. Und ich bin jetzt mal so frei und sage, wir raten mal eine Lösung u ist gleich x. Okay? Wie überprüfen wir, dass es eine Lösung ist? Wir stecken das Ganze einfach in die Differentialgleichung. Also, wenn wir u gleich x ableiten, was bekommen wir hier auf dieser Seite? Dann bekommen wir natürlich nur 1. Ist gleich, jetzt bekommen wir hier minus 2 plus 1 durch x mal x plus x Quadrat durch x plus 2. Okay, jetzt schauen wir, was hier passiert. Also, wir bekommen hier vorne, also die 1, die bleibt hier einfach so stehen. Dann bekommen wir minus 2x minus 1, weil das x hier rein multipliziert wird und es kürzt sich weg mit diesem x. Also ihr seht, hier darf schon mal x ungleich 0 gesetzt werden. Also das jetzt ohne weiter zu erwähnen, habe ich das angenommen. Und dann haben wir hier plus x, also das hier ergibt ja x, und plus dieses x plus 2. Das heißt, wenn wir diese 2 hier rüber schaufeln, dann kriegen wir diese minus 1 auf die linke Seite schaufeln, dann sehen wir, das und das knallt schon mal weg und dann bekommen wir 2 gleich 2. Das heißt, es passt. Also u gleich x löst DL. Okay, die Riccati-Differentialgleichung. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Wir würden jetzt unsere Substitution ansetzen, also Substitution. Und zwar, dass y gleich ist u, und erinnert euch dran, unser u ist einfach jetzt x plus 1 durch v. Wir können das Ganze jetzt ableiten und so weiter, aber um das Ganze zu ersparen, habe ich ja genau diese Herleitung hier dafür euch gemacht, dass ihr dieses v direkt, die Differentialgleichung dafür aufstellen könnt. Das ist v' ist gleich, eckige Klammer auf, 2 mal u. Unser u ist dieses x hier. Das heißt also u. Dann mal gx. Jetzt schauen wir in die Differentialgleichung. Das ist unser gx. 1 durch x mal, nichts mal, sondern minus
f von x. Was ist f von x? F von x ist dieses Kerlchen. Und vorsichtig, wir haben hier ein Minuszeichen vorne dran. Deswegen hebt sich dieses Minuszeichen auf. Wir bekommen 2 plus 1 durch x. Okay? Das Ganze nehmen wir mal v plus g von x. 1 durch x. Okay, jetzt schauen wir an, was hier passiert. Also, wir haben jetzt hier erstmal das und das kürzt sich raus. Wir bekommen dann einfach nur 2. 2 plus 2 ergibt für mich 4 plus 1 durch x v plus 1 durch x. Okay, wie lösen wir jetzt das Ganze? Also wir haben jetzt hier eine lineare Differentialgleichung. GL, erste Ordnung. Wie gehen wir dort vor? Also wir brauchen da zwei Schritte. Also wir sagen, V setzt sich zusammen aus der homogenen Lösung plus der partikulären Lösung. Okay, wie kriegen wir die homogene Lösung? Das habe ich in einem Video von mir schon mal gemacht. Die grundsätzliche Idee, vielleicht sollten wir das hier einfach mal zusammen machen, dass ihr es einfach mal seht. Die grundsätzliche Idee davon ist, wir nehmen dieses Kerlchen hier, nur den homogenen Anteil, das ist also das hier. Ich mache mal VH, Doppelpunkt, dafür brauchen wir diese Differentialgleichung. 4 plus 1 durch x V, okay, das ist sozusagen die Differentialgleichung. Und jetzt schreiben wir dieses, die Ableitung der Funktion als dv dx ist gleich 4 plus 1 durch x V. Und dann machen wir hier auf dieser Seite weiter, indem wir jetzt das dx rüber multiplizieren und dieses v hier rüber teilen. Okay, jetzt habe ich u gemacht, das sollte natürlich ein v sein. Durch v ist gleich 4 plus 1 durch x dx. Linke Seite ist relativ einfach integrierbar, das ist einfach ln von v. Ist gleich, jetzt müssen wir dieses Kerlchen hier integrieren, das sind 4x plus ln x, also weil einfach die, wenn wir 4 integrieren, bekommen wir 4x und 1 durch x integriert, ergibt sozusagen ln x. Also wenn ihr hier euch vorstellt, dass wir hier so Integrale hinschreiben und wichtig, das dürfen wir nicht vergessen, die Integrationskonstante, und die mache ich einfach mal gemütlichkeitshalber auch hier in dieser Form als ln c. Ihr könntet hier auch einfach c annehmen. Ich nehme einfach ln c, weil jetzt können wir uns die Exponentialfunktion hier unten drunter vorstellen. Und dann ist es natürlich blöd, wenn OneNote einen nicht erlaubt, auch mal runter zu scrollen hier. Aber ich muss vermutlich den noch mal ein bisschen weiter runter zwingen. Das heißt, hier e hoch ln v ergibt natürlich nur v, ist gleich, hier bekommen wir e hoch 4x, dann bekommen wir hier das e hoch ln x, ergibt uns einfach ein x mal c. Das heißt also, die homogene Lösung hätten wir damit bestimmt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir weitermachen? Wir brauchen jetzt natürlich die partikuläre Lösung, vp. Auch da gibt es entweder eine fertige Formel. Ich würde euch empfehlen, für eine Klausur die fertige Formel zu verwenden. Aber es geht auch über Variationen der Konstanten. Das wollen wir jetzt hier machen. Wir wissen, dass v jetzt besteht aus folgenden Funktionen. Das nenne ich mal v-dach h mal irgendeine Funktion cx. Okay? VH Dach. Das setzen wir jetzt sozusagen in die obere, in diese vorherige Differentialgleichung ein und dann bekommen wir folgendes. Also wir müssen es vorher natürlich ableiten. Wir bekommen V' X' VH Dach plus C VH Dach'. Wir setzen das da oben ein, dann bekommen wir, also hier in diese Differentialgleichung hier ein, dann bekommen wir C' VH Dach plus C VH Strich ist ja genau in dieser Differentialgleichung gegeben gewesen. Was das ist, das ist genau gleich 4 plus 1 durch X VH.
Jetzt gehen wir auf die rechte Seite der Differentialgleichung. Da haben wir sozusagen das hier dastehen, 4 plus 1 durch x. Jetzt setzen wir für v unseren Ansatz hier an, c mal vh. Und dann seht ihr schon, dieser Term und dieser Term, den knallt raus, plus 1 durch x. Okay, das heißt, wenn wir jetzt mal hier weiterschauen, dann wird es hier zu c' ist gleich 1 durch x vh' geteilt durch. Okay, jetzt müssen wir das hier einsetzen. Das ist natürlich eine sehr, sehr komplizierte Funktion und ich zweifle daran, dass ich das hinkriegen werde, diese hier zu integrieren. Und ja, jetzt müssten wir dieses Kerlchen hier integrieren. Ich bin mir relativ unsicher, ob ich das überhaupt integrieren kann. Minus 4x dx. Okay, gut, es schaut schon so aus, als könnte man das irgendwie integrieren. Aber ich lasse es jetzt mal hier einfach. Also wir würden das Ganze hier integrieren, plus eine Integrationskonstante, die ich einmal mit Schlange bezeichne. Und dann setzen wir das sozusagen hier in diese Gleichung wieder zurück ein und bekommen die komplette Lösung. Okay? Wenn ihr nur die partikuläre Lösung wollt, dann würdet ihr das hier gleich 0 setzen für VP. Wenn ihr nur partikuläre wollt, aber über diese Methode kann man direkt beide kriegen. Das heißt, die komplette Lösung heißt V ist gleich CX. CX ist dieses komische Integral hier. X hoch minus 2 e hoch minus 4x dx plus c Schlange mal unser vh, das vh war hier x e hoch 4x. Damit hätten wir jetzt unser v. Was müssen wir jetzt damit machen? Das setzen wir jetzt nur noch in diese Substitutionsgleichung ein und dann hätten wir unser y bestimmt. Damit ist also y gleich u, unser u war sozusagen unser x, plus 1 geteilt durch, und jetzt kommt dieses längliche Integral hier, x minus 2 e hoch minus 4x dx plus c Schlange mal x e hoch 4x, und damit wären wir fertig mit der Riccati-Differentialgleichung, okay? Also ihr seht, es ist relativ rechenaufwendig, das Ganze, und häufig werden die Integrale, die ihr bekommt, relativ unübersichtlich. Aber Hauptsache, ihr könnt es so hinschreiben. Also ich würde es auch so gelten lassen, wenn man das hier nicht so ganz einfach integrieren kann. Natürlich, weil ich selber auch hier nicht hingekriegt habe. Aber generell schaut es eher so aus, als wäre das eine schwierigere Differentialgleichung gewesen, die ich euch hier gestellt habe. Nochmal kurz rekapitulieren, was wir gemacht haben. Also, wir haben gesagt, wir haben eine Riccati-Differentialgleichung. Der wichtige erste Schritt ist erstmal zu identifizieren. Also alles, was kein y' ist, auf die rechte Seite. Wenn das dann diese Form hat, hier diese Form 1, dann versuchen wir eine Lösung zu erraten. Wenn wir diese Lösung erraten haben, und hier habe ich ja euch die Ansätze gesagt, wir können Polynome ansetzen, Konstanten, Funktionen in Form von fx, gx, hx, dann könnt ihr eventuell so eine Lösung rausfinden. Und ihr seht, ich habe hier u gleich x angenommen. Warum? Weil wenn ihr euch das mal hier anschaut, das ist x plus 2. Das wäre also, würde in diese beiden Klassen Polynome und Form von hx reinfallen. Ihr könnt es auch einfach als lineares Polynom annehmen, einsetzen, dann würdet ihr sehen, dass a gleich 1 und b gleich 0 die Differentialgleichung erfüllen. Wenn wir diese Lösung dann gefunden haben, dieses u, dann können wir über diesen Ansatz die vollständige Lösung bestimmen. Ihr könnt entweder das Ganze jetzt einzeln ableiten, in Differentialgleichungen einsetzen und dann auf diese Differentialgleichung kommen oder gleich diesen Ansatz verwenden. Also ich würde euch empfehlen, wirklich diesen Ansatz zu verwenden, weil das dann häufig Fehler spart. Und dann habt ihr eine lineare, also das ist eine lineare DGL zweiter Ordnung. Okay? Diese würdet ihr dann einfach mit den Methoden, die ihr kennt, lösen. Also zum Beispiel Trennung der Veränderlichen könnte es sein, wenn zum Beispiel, wenn wir Glück haben sollten Trennung der Veränderlichen ist gut gesagt, also hier werden wir das vermutlich nicht machen können, aber
Wir könnten es in einem Spezialfall machen, wenn das hier vorne wieder gx ergibt, okay? Aber es, wie gesagt, ihr müsst dann schauen, was für eine Differentialgleichung das ist. Es ist in der Regel eine einfache lineare Differentialgleichung. Ich habe hier zweite Ordnung geschrieben, sollte natürlich erste Ordnung sein. Und dann macht ihr das zum Beispiel über homogene Lösung, partikuläre Lösung und dann setzt ihr das einfach wieder zurück in diese Substitutionsgleichung hier und bekommt dann eure Lösung. Okay, das wäre schon von meiner Seite gewesen. Ich hoffe, dieses Beispiel hat es ein bisschen deutlicher gemacht, wie man vorgeht. Es ist ein relativ stupides Vorgehen, was man immer wieder wiederholen muss. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht und hilft euch auch weiterhin im Studium. Okay, von meiner Seite wäre es das schon mal gewesen. Macht's gut und ciao.